wussten diese Rapper, dass sie sterben. Die Musikindustrie ist fast das einzige Business, wo man durch einen toten Künstler mehr machen kann als durch einen lebenden. All diese Rapper, die gerade genannt wurden, waren vor ihrem Tod bei dem Label Empire unter Vertrag. Und zwar die Todesklausel. First get killed, not incidental. Somebody made $100 million and now don't have to talk to that artist. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Wir gehen rein in die Flex-Doku. Ich habe das Gefühl, dass Flex-Doku auf jeden Fall ein bisschen so wilder unterwegs ist als der Ben Bugatti, ne? Flex-Doku stellt auch die ein oder anderen Theorien auf an der Stelle. Finde ich schon wild auf jeden Fall. Shoutouts gehen raus. Jo, was geht, Leute? Hoffe, alles gut bei euch. Alles gut, Bruder. Jetzt schaff bei dir auch, man. Heute geht es... Oh shit, man. Stibi1616. Stibi, gib mir eine Faust rein hier. Positive Energy für dich auf deinen Nacken. Also das Video heißt, wussten diese Rapper, dass sie sterben? Take off Young Dolph XXX Tentation. Let's go. Mal um sehr interessante Themen. Wir gehen auf ein Label ein, das beschuldigt wird, den Tod von 9 bei ihnen gesignten Künstlern herbeigeführt zu haben. Man soll angeblich Lebensversicherungen für diese Personen abschließen und dann Leute beauftragen, die diese Leute dann aus dem Weg... Das ist eine wilde Theorie. Darunter die Rapper King von, PNB Rock, XXX, Young Dolph und viele weitere, auf die wir eingehen. Den einzigen, den ich von denen kenne, ist XXX und Takeoff, den er jetzt noch nicht erwähnt hat. Wir gehen auf die sogenannte Todesklausel in Musikverträgen ein und wie man diese so nutzen kann, dass man einen Haufen Geld durch einen toten Künstler machen kann. Nach dem Tod von Künstlern ist immer ein Anstieg an den Verkaufszahlen zu sehen, oft mehrere tausende Prozent. Das sollen die Labels angeblich wissen und... Das ist krass, manche Künstler sind auch erst gepoppt nach ihrem Tod so. Zum Beispiel Nipsey Hussle war nach seinem Tod auf jeden Fall auch bekannter als vorher. Deshalb ihre eigenen Künstler aus dem Weg. Auch gehen wir auf angebliche Vorahnungen in Musikvideos ein. Oft wird ja behauptet, dass Rapper ihren Tod vorausgesagt haben. Darunter auch Takeoff, der erst vor kurzem verstorben ist. Doch rest in peace. In diesen Vorahnungen steckt anscheinend eine sehr düstere Taktik, die von vielen Labels genutzt wird. Noch dazu gehen wir auf ein paar Sachen ein, die der Rapper Craig... Ghostwriter 97, gar kein Stress, mein Bester. Hauptsache, du bist da. I love you, man. Bon gesagt hat. Ihm ist auch aufgefallen, dass die Musiklabels oft wollen, dass man bestimmte Zeichen in Covers und Musikvideos einbaut. Wir gehen heute etwas näher darauf ein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. But you think people are purposely putting symbols in your shit? Just, oh, yeah, bro, purposely. You think so? Yeah, purposely. Because I know, bro. Yeah. Because I think people are getting twisted. When these rappers get killed, not incidental. Somebody made $100 million and now don't have to talk to that artist or none of their crew. Gehen wir mal kurz auf. Immer mal wieder poppt einer raus, irgendein Artist, der dann irgendwie nicht mehr schweigen kann und Dinge erzählt, so, ne? Hört man ja immer mal wieder. Das Label ein, um das es heute geht. Empire Distribution Records Publishing Inc. Und die Industrie in Amerika, muss man sich auch vorstellen, ist halt auch nochmal viel größer als zum Beispiel bei uns hier in Deutschland so. Ne? Darf man nicht unterschätzen. Oh shit, man. Liebe den, Alter. Ein amerikanisches Vertriebsunternehmen und Plattenlabel, das von Empire Shamsi im Jahr 2010 gegründet wurde. Shamsi im Jahr. Ghazi ist ein Musiktechnologieabsolvent der San Francisco State University und ein ehemaliger Director für Urban Music bei Ingrooves. Sie haben Alben in verschiedenen Genres veröffentlicht, konzentrieren sich aber hauptsächlich auf Hip-Hop-Musik. In den letzten 10 Jahren sind sehr viele Künstler von ihnen gestorben. Hier mal eine Liste. Zum Beispiel am 17. November 2021 Young Dolph, der Opfer eines Überfalls wurde. Am 18.06.2018 XXX Tentacion, der ebenfalls Opfer... Rest in peace, Bro, der Typ war krass. Wir ziehen uns gleich noch was rein von dem Bruder. ...eines Überfalls wurde. Am 11.11.2020 der Dallas-Rapper Mo 3, der genauso Opfer eines Überfalls wurde. Am 12. September 2022 PNB Rock, der genauso Opfer eines... Und die waren alle bei diesem Ghazi bei Empire gesigned, ja? ...Überfalls wurde. Am 6.10.2020 der Chicagoer Rapper King Von, der nach einer Auseinandersetzung vor einem Club getötet wurde. Genauso wie am 29.12.2021 Drake the Ruler, der ebenfalls nach einer Auseinandersetzung getötet wurde. All diese Rapper, die gerade genannt wurden, waren vor ihrem Tod bei dem Label Empire unter Vertrag. Und es wird erzählt, dass das Label für jeden dieser Morde verantwortlich war. Und das ist nicht nur bei Rappern so. Schon lange sterben Musiker einfach so von einem auf den anderen Tag unter mysteriösen Umständen. Und das Label, bei dem sie unter Vertrag waren, kassiert dann die Lebensversicherung und natürlich den Hype, der durch so einen Tod entsteht. Diese Taktik ist nichts Neues. Schon viele Rocksänger sind unter mysteriösen Umständen umgekommen. Zum Beispiel Jim Morrison oder Kurt Cobain, Michael Hutchins,
Janice Johnson, Whitney Houston, Michael Jackson, Prince und viele, viele weitere. Rest in peace an alle. Eine Studie über die Lebenserwartung von Musikern gemacht hat, hat man festgestellt, dass diese die gleiche Lebenserwartung wie ein Polizist im New Yorker Stadtteil Buffalo hatten. Ja, das sagen viele, Alter. To be a rapper in America is dangerous out there, bro. Einer der kriminellsten Stadtteile. Natürlich war das auch auf den riskanten Lebensstil zurückzuführen. Doch eigentlich steckt etwas viel Düsteres dahinter. Im Jahr 2016 wurde ein Artikel veröffentlicht, der davon sprach, dass Plattenlabels einen Haufen Geld durch tote Künstler machen. Die Musikindustrie ist fast das einzige Business, wo man durch einen toten Künstler mehr machen kann als durch einen lebenden. Man kann, wie wir an Tupac gesehen haben, einen Rapper durch einen Mord zu einer Legende machen und so auch noch Jahrzehnte nach seinem Tod weiter Geld durch diesen machen. Okay, bei Pac so, ob er jetzt durch den, also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sein Status nach dem Mord auf jeden Fall noch größer war als vorher, aber ich glaube nicht, dass das der einzige ausschlaggebende Grund war. Für mich war Pac auch schon zu Lebzeiten einfach ein heftiger Künstler, der halt Dinge angesprochen hat und in der Musik Dinge verarbeitet hat, die einfach so viele Menschen bewegt haben. Man hat gespürt und gefühlt, dass der auch einen heftigen Spirit hat und was verändern will, so. Weißt du? Schon krass. Ist halt spekulativ, das Video. Natürlich hat er auch am Anfang im Disclaimer reingeschrieben, alles und so. Man weiß halt nicht genau, man spekuliert, ist auch Theorie-Vibes hier an der Stelle. Wir gucken das einfach nur als Research-Material mal an. Aber wenn man die Strukturen dahinter versteht, ist schon heftig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell der ein oder andere Künstler umgekommen ist, aus geldtechnischen Gründen, beziehungsweise aus Gründen wie zum Beispiel, weil der gewisse Dinge angesprochen hat und gewisse Dinge bewegen wollte, die manche Leute nicht bewegt haben wollten, kann auch möglich sein, ist alles Theorie, aber ja, man weiß halt nicht, wie viele Künstler von denen einfach so wirklich aus Zufall gestorben sind und welche aus dem Weg geräumt wurden quasi. Wenn ein Künstler bei einem Label unterschreibt, ist er meistens noch nicht sehr bekannt. Aber es kommt ein Zeitpunkt in seiner Karriere, wo er für das Label tot mehr wert ist als lebend. Eine weitere Studie über tote Künstler zeigt, dass auch noch Jahre nach dem Tod des Künstlers die Verkäufe nicht mehr runtergehen. Also zu dem Level, bevor er gestorben ist. Zum Beispiel war der Durchschnitt der Erhöhung der vorherigen Verkaufszahlen rund 230%. In den ersten 100 Tagen des Todes haben sich die Verkäufe des Künstlers immer verdoppelt. Ein Jahr nach seinem Tod waren die Verkäufe ca. 15% höher als vor seinem Tod. Sogar noch 2 Jahre nach seinem Tod sind die Verkäufe und Streamingzahlen höher als vor seinem Tod. Dieser Effekt wird der Prince-Effekt genannt. Die Verkäufe von Prince konnten nach seinem Tod ein Plus von unglaublichen 16.000% verzeichnen. Ach du krass. Ach du krass, habe ich gerade gesagt. Ach du Scheiße, wollte ich eigentlich sagen. Viele Musiker haben erst nach ihrem Tod den Hype ihres Lebens. Es wird wieder mies recherchiert. Recherchieren, motherfuckers. Wie ich, wie das läuft, Bro. Was geht ab? Von Juice WRLD, Pop Smoke, Mac Miller, XXX, Lil Peep und so weiter waren nach ihrem Tod um ein Vielfaches erfolgreicher, als sie es zu leben. Guck mal, zieh mal rein. Die dunkelblaue Linie ist nach dem Tod. Juice WRLD. Boah, Digga. Heftig. Bei X aber nicht so krass, ne? Jetzt kommen wir zu einem düsteren Teil der Geschichte. Und zwar die Todesklausel. Das ist ein Teil im Musikvertrag, der normalerweise die Labels absichert. Damit sie zum Beispiel nicht ihr ganzes Geld, das sie in den Künstler investiert haben, bei einem Tod verlieren. Aber dieser Abschnitt kann auch sehr hinterhältig genutzt werden. In dem Artikel steht folgendes. Das Unternehmen hat das Recht, eine Versicherung abzuschließen, die dem Zehnfachen des geschätzten Werts der Künstlereinnahmen entspricht. Dem Unternehmen ist es gestattet, einen Versicherungsträger oder eine Kombination derselben zu beauftragen, um diesen Vorteil zu gewährleisten, und muss den Künstler nicht konsultieren oder dessen Unterschrift verlangen. Das Unternehmen muss diese Information vertraulich behandeln. Es sei denn, dass das Unternehmen diese Informationen an den zuständigen Versicherungsträger oder nach Bedarf weitergeben will. Künstler oder Künstlernachlass haben kein Recht, den Vorteil einer solchen vom Unternehmen erhaltenen Police zu überprüfen oder zu beanspruchen. Krass. Kurz gesagt, wenn ein Künstler es nicht schafft, den gezahlten Vorschuss einzuspielen oder seine Karriere nicht richtig starten will, ist der Künstler tot mehr wert als lebendig. Der Vorschuss bei einem Label ist wie ein Kredit aufgebaut. Die Leute kriegen zum Beispiel 1 Million Vorschuss, den sie aber zurückzahlen müssen. Bevor sie diesen nicht zurückgezahlt haben, verdienen sie keinen weiteren Cent an ihrer Musik. Wenn dieser es aber zum Beispiel nicht schafft, den Betrag zurückzuzahlen, kann die Todesklausel das Geld wieder reinbringen. Diese Versicherung ist in großen Geschäften normalerweise Standard und wird Key Person Insurance genannt. Auf Deutsch Schlüsselpersonenversicherung.
Aber in der Musikindustrie wäre das eigentlich nicht nötig, da man ja sowieso nach dem Tod des Künstlers einen Haufen Geld durch seinen Tod macht. In business, nothing is coincidental, or you will be hearing who's losing money. In all of these situations, it's only the artist that's losing. Somebody makes big money when these abgewichste Industrie, meine lieben Freunde. Räucherstäbchen ist out, man. Ey, Räucherstäbchen sind aber geil. Bring einen voll runter so. First get killed, not incidental. Somebody made $100 million and now don't have to talk to that artist or none of their crew. Don't have to validate none of their contracts. Now only got to deal with the mama. Only got to see her once a year and it's over. And the money goes up and up and up. So they killed this $20 million guy, but they reached $60 million in benefits. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele, was genau nach dem Tod des Rappers passiert. Devil Shit, Bruder, viel Devil Shit geht da ab. Immer mal wieder versuchen Leute das ja uns zu sagen auch. Werden dafür auch gut gesteinigt. Aber die Musikindustrie und Hollywood in Amerika, Bruder, hinter den Kulissen, da gehen ganz viele Sachen ab, von denen wir gar keine Ahnung haben. Zum Beispiel der erste Fall, XXX. Ich denke, die Mehrheit in Deutschland wird ihn erst nach seinem Tod bemerkt haben. Nach seinem Tod verzeichnete seine Musik einen Umsatzanstieg von 1603%. Er konnte alleine nach seinem Tod 22 Millionen Tonträger verkaufen. Oder PnB Rock. Nach seinem Tod konnte er einen Zuwachs von 652% an Streams machen. Er verzeichnete 30,5 Millionen offizielle US-On-Demand-Streams, was einen Anstieg von 651,9% bedeutet. Rocks meistgestreamter Song der Woche war sein Breakout-Hit Selfish aus dem Jahr 2017. Mit 7,7 Millionen Plays verhalf dieser Anstieg dem Track zurück auf Platz 17 der Hot R&B Charts. Davon gibt es noch einen Haufen Beispiele. Krass, King Von, Pop Smoke, Nipsey Hussle und viele weitere hatten nach ihrem Tod den Nipsey war auch krass. Lebens. Das geschieht hauptsächlich, weil auf einmal jeder diese Künstler bei Instagram und anderen Social Media Plattformen repostet und sein Beileid wünscht. Die Namen werden auf Newsportalen gesendet und gehen oft wegen dem dramatischen Ende um die ganze Welt. Kommen wir zu den angeblichen Vorahnungen in Musikvideos. Oft wird ja behauptet, dass Rapper gewusst haben, dass sie sterben. Sie bauen zum Beispiel Szenen ein, wo Gräber, Sensenmänner, Grabsteine und so weiter gezeigt werden. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Erst vor kurzem ist Takeoff gestorben. Bei einem Treffen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Quavo und einer weiteren Person, wo dann Schüsse nicht beim Treffen, Würfelspiel, Digi. Sind und eine Kugel aus Versehen Takeoff getroffen hat. Einen Tag vor dem Tod von Takeoff, am 31.10., wurde ein Musikvideo veröffentlicht. In Messi, krass, was der ersten Szene wacht Quavo gerade auf und erzählt Takeoff, dass er etwas Krasses geträumt hat. Worauf er gefragt wird, was? Er antwortete etwas Ekliges. Viele Leute sagen, er deutet damit an, dass er gerade den Tod von Takeoff gesehen hat. Man, I just had a crazy ass dream, bro. About what? About some messy ass shit. Ja, es ist halt, das ist Speculations, bro. Ein bisschen weiter wird dann diese Szene hier gezeigt. Zu sehen ist ein Sensenmann mit dem Buchstaben RIP. Das soll eine Andeutung auf seinen Tod sein. Eine weitere Szene ist die hier. Schaut mal unten auf die Leiste. Da steht Cam und eine Uhrzeit. Zufälligerweise heißt der Typ, der Takeoff umgebracht hat, Lil Cam. Und die Tat ist genau um 2:30 Uhr passiert. What the fuck, bro? Zufälligerweise heißt der Typ, der Takeoff umgebracht hat, Lil Cam. Und die Tat ist genau um 2. Aber steht nicht 2:39 Uhr da unten, Bruder? Dream, bro. About what? Jetzt sind wir in der Recherche drin. Das ist messy-ass shit. Ein bisschen weiter wird dann diese Szene hier gezeigt. Zu sehen ist ein Sensenmann mit dem Buchstaben RIP. Das soll eine Andeutung auf seinen Tod sein. Eine weitere Szene ist die hier. Ist doch 2:39, oder? 2:39, 2:49. Da steht Cam und eine Uhrzeit. Zufälligerweise heißt der Typ, der Takeoff umgebracht hat, Lil Cam. Und die Tat ist genau um 2:30 Uhr passiert. Circa einen Monat vor seinem Tod haben Takeoff und Quavo zufälligerweise ein Musikvideo veröffentlicht. Ja, Digga, ja. Das Problem ist halt auch, wenn du suchst, findest du, ne? Egal bei was. 2:30 war. Genau. Man weiß nicht, aber weißt du, was ich meine? Die Uhrzeit, in der Takeoff gestorben ist. Ein weiterer Rapper war XXX, der ebenfalls bei einem seiner letzten Musikvideos diese Szene hier eingebaut hat. Das ist halt schon oft passiert, auch bei Park und so. Das ist halt die Frage, man. Rapper reden oft über Tod und dies, das, bla, bla, bla. Dass ein Trend geworden ist irgendwann, weißt du? Man weiß es halt nicht, Digga, was soll ich dir sehen sagen? Sehen ist, wie er in einem Sarg liegt. Das sind natürlich keine Voraussagungen, sondern Szenen, die genauso etwas wie hier gerade herbeiführen sollen. Und zwar, dass der Rapper nach seinem Tod weiter im Gespräch bleibt.
Es wird behauptet, dass Labels diese Szenen einbauen, um nach dem Tod des Rappers nochmal einen Hype und Theorien zu erzeugen, die über Jahrzehnte hinweg bestehen bleiben und somit dem Label noch... Das ist halt auch krass so. Wenn die Labels und so zum Beispiel das extra einbauen, damit danach ein paar Verschwörungstheorien abgehen, damit noch mehr darüber geredet wird, wenn der irgendwann stirbt, weil die halt auch wissen, dass die Sterbequote und dass dieses das ist eigentlich der gefährlichste Beruf in Amerika, ist Rapper zu sein, so. Kannst du ja schon mit spekulieren, dass der irgendwann drauf geht. Dann packen die schon so ein paar Sachen in die Videos mit rein, damit, wenn der drauf geht, müssen die ja nicht mal selber dafür verantwortlich sein, aber wenn er drauf geht, dass sie wenigstens ein paar Theorien am Laufen haben, damit die Musik noch weiter gepusht wird, so, weißt du? Heftige Theorie auch. Jahrzehnte hinweg Geld einbringen. Anscheinend war Tupac der Blueprint für diese Taktik. Nach seinem Tod sind ein Haufen Theorien über seinen Tod entstanden. Und anscheinend wollte man das noch einmal bei anderen Rappern künstlich herbeiführen. Über Zeichen, die von Musiklabels bei Rappern platziert werden, hat man der Rapper Crazy Bone erzählt. Er kannte sich am Anfang nicht mit Symbolik aus, doch mit der Zeit wurde er Profi darin. Irgendwann mal stolpert er über sein eigenes Cover und sieht, dass viele satanische Symbole in dem Cover versteckt sind. Im Drinkshams Podcast ist er auf dieses Thema mal näher eingegangen. Er sagt, dass das Label ihm gesagt hat, dass das gut aussieht und sie diese Zeichen in seinem Cover versteckt haben. We didn't really understand like what all them signs were. If you look at my fucking Thug Mentality album, bro, they had a... And this was none of my idea. They was like, yo, this shit looks good for the bone. But who's look. Saying this to you guys, that this looks good? The record label. They like, yo, this shit is dope. You know what I'm saying? Like, come on. So I'm doing this shit, not even knowing, like, what these horns mean. None of this shit. I'm like, yo, this shit look dope as fuck. It look like the bone. Like devil shit? It looks like bone. Honestly, like I was like, yo. Satanic, crazy shit? Yeah. I'm actually like, it looks like bone sounds. Years later, I'm on my podcast doing a fucking show about the Illuminati, and I'm looking up the images. I'm like, wait a minute. It's like your album. What the fuck? Damn it, wait a minute. These niggas done... I've been bamboozled. Now. But you think people are purposely putting symbols in your shit? Der Bruder ist schon voll dicht, Lager. Just, oh, yeah, bro, purposely. You think so? Yeah, purposely. Because I think people... Got- Oft wird ja sofort gesagt, Rapper sind ein Teil einer Geheimgesellschaft, wenn man Leute mit so Zeichen in Musikvideos sieht. Oder sie- Das hat doch voll der Trend geworden, ne? Selbst in Deutschland haben die das ja krass promoted, so. Einfach weil die gesehen haben, okay, die Amis machen so, ich mache jetzt auch so. So. Das ist 100%, was abgeht. Aber in den meisten Fällen sind die Rapper einfach nur Marionetten, die von Labels genutzt werden. Sie wissen oft gar nicht, was diese Zeichen bedeuten, sondern machen einfach nur, was ihnen gesagt wird. Was denkt ihr über diese ganzen Themen? Haltet ihr es für möglich, dass Labels so skrupellos sind, dass sie für Geld eigene Künstler aus dem Weg räumen? Bruder, ich trau denen mittlerweile, Alter, was man so alles gehört hat von Hollywood und der Musikindustrie, ich trau denen alles zu. Ich bin mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei allen Leuten, die gestorben sind, wirklich einen Plan dahinter gab, aber vielleicht haben die mal den ein oder anderen Bruder aus dem Weg geräumt einfach. Weißt du, wie ich meine? Oder sind das alles nur wirre Theorien? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Record-Labels in Amerika schon mal den ein oder anderen Künstler einfach so aus dem Weg geräumt haben, um damit Geld zu machen? Voraus. Crazy shit. Aber ich find's gut, dass ihr diese Themen anspricht und Videos darüber macht. Feier ich, Bro. Keep it up, Digi. Flex Doku it in, man. Denke ich schon, ja, safe. Was für Frage. I like that. Etine04, ich küsse dein Herz. Danke für den Prime. Gib mal eine Faust rein. Faust it in. Eine Sache. Eigentlich könnte man den Flex-Doku-Brother auch mal irgendwie in den Talk reinholen. So, ich würde gerne mal nachfragen, was geht ab, Bro? An welche Theorie glaubst du selber und so?